Hi, herzlich willkommen bei Mathe-Kanal und willkommen zu einem neuen Abschnitt in der Reihe Funktionalanalysis. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Themenkomplex, der auch ganz viele Anwendungen hat, zum Beispiel in der Quantenmechanik. Und zwar ist das der Themenkomplex Darstellungssätze und adjungierte Operatoren. Und was wir jetzt in dieser ersten Folge mal machen, ist, wir schreiben mal und beweisen den ersten Darstellungssatz. Das ist der Darstellungssatz von Ries für beschränkte lineare Funktionale. Und ja, wenn euch das Thema dann interessiert und ihr darüber mehr sehen wollt, dann können wir im nächsten Teil das Ganze erweitern. Dann können wir den Darstellungssatz für Sesquilinearformen zeigen. Und ja, von da wäre es dann nicht mehr weit, bis wir die Existenz von adjungierten Operatoren zeigen können. Und ja, dann können wir eben mit dem Thema adjungierte Operatoren weitermachen. Spezielle adjungierte Operatoren, also selbst adjungierte Operatoren, unitäre Operatoren, normale Operatoren, das Ganze diskutieren. Und danach könnt ihr zum Beispiel in die dann möglicherweise schon existierende Playlist Quantenmechanik übergehen und gucken, wie man das Ganze anwenden kann. Aber jetzt hier also erstmal der erste Darstellungssatz von Ries. Und zwar geht es darum folgendes. Wir haben ein... Kann man das sehen? Ja. Wir haben einen Hilbertraum, H. Und auf diesem Hilbertraum betrachten wir ein beschränktes lineares Funktional. Das geht also hier runter. Das heißt F. Also F ist ein beschränktes beschränktes lineares Funktional. Es geht in den zugrunde liegenden Körper. Und jetzt sagt Ries, dieses lineare Funktional, das können wir darstellen als ein Skalarprodukt mit einem speziellen Element, also mit einem eindeutig festgelegten Element aus H. Also das heißt, wir können Folgendes machen. Wir können sagen, f von x können wir immer in der Form darstellen. Also x ist jetzt hier ein Element aus H. Ja? Also hier x wird abgebildet auf f von x. Also das, was hier gemeint ist. Und das hier, also f von x für jedes x, können wir in dieser Form hier schreiben. Skalarprodukt von x mit einem Z0. Z0 ist natürlich ein Element aus H, sonst können wir kein Skalarprodukt bilden. Und dieses Z0 hier, das ist eindeutig durch dieses F hier, das wir gerade darstellen wollen, festgelegt. Und das gleiche Z0 funktioniert für alle x. Also für jedes x haben wir diese Darstellung. F von x ist Skalarprodukt von diesem x mit diesem Z0. Okay, Beweis. Zunächst mal können wir einen trivialen Fall sozusagen abhaken, und zwar der Fall, dass f gleich 0 ist, also das Nullfunktional, alles auf 0 abbildet. Wenn das so ist, wenn f das Nullfunktional ist, dann nehmen wir einfach für z 0 und dann sind wir fertig. Also x mal 0 ist 0, fertig. Deswegen nehmen wir jetzt mal an, f ist nicht gleich 0. Also sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit f ungleich 0. Das heißt, wenn f ungleich 0 ist, dann gibt es also ein dann gibt es also Elemente in H, die nicht im Kern von f liegen. Das heißt, dann können wir schreiben, h ist eine direkte Summe von dem Kern von f mit dem orthogonalen Komplement von f. Das ist der Zerlegungssatz hier für die Zerlegung in Raum und das orthogonale Komplement.
Ja, und weil f nicht gleich 0 ist, also nicht alles auf 0 abbildet, gibt es hier drin in diesem orthogonalen Komplement vom Kern von f, gibt es ein Element. Und ja, also dann existiert z in diesem, und z ist ungleich 0, also z ungleich 0, in dem orthogonalen Komplement vom Kern von f. So, und jetzt machen wir einen kleinen Ansatz. Jetzt schreiben wir uns einen Vektor v hin. Und zwar soll der sein, lass mich überlegen, ja, er soll sein f von x mal z minus, minus x mal f von z. Ja, also diesen Ansatz, den muss man sozusagen mal haben. Ich weiß nicht, wie Herr Ries darauf gekommen ist. Jedenfalls dieses v ist ein Element aus h. Und auf dieses v können wir jetzt f anwenden. F von v ist gleich f von x, f von z, f von x, f von z, also zweimal das gleiche, das ist 0. Also das minus das ist 0, weil es zweimal der gleiche Ausdruck ist. Das heißt, dieses v hier, was wir jetzt gebastelt haben, in diesem ominösen Ansatz, wenn ihr eine anschauliche Erklärung habt, woher dieser Ansatz kommt, dann schreibt das in die Kommentare. Dieses v hier ist also jedenfalls jetzt im Kern von f. Und z ist ja im orthogonalen Komplement vom Kern von f. Also das heißt, was wir jetzt haben, ist, dass das Skalarprodukt von diesem v und z, das ist 0. Aber das hier, das können wir jetzt ja auch wieder so ausführlich schreiben, indem wir also f wieder, ich meine, indem wir wieder v ausführlich schreiben. Das ist ja immer noch, also v ist ja immer noch f von x, z minus x, f, z. Und jetzt das Skalarprodukt damit, also mit z. So, und das ist also gleich 0. Das heißt, und das können wir jetzt auch so schreiben, das ist also das Skalarprodukt fxz, z minus Skalarprodukt x, f, z, z. Und ja, das ist also f x Skalarprodukt z mit sich selber, was ja gerade das Quadrat der Norm ist, minus f z und dann das Skalarprodukt x mit z. Ja, gut, und das ist, also das war gleich 0, jetzt können wir hier das Gleichheitszeichen sozusagen reinziehen. Also weil dabei das gleich 0 war, folgt das hier. Ja, gut, jetzt nutzen wir aus. Z ist ungleich 0, das haben wir hier oben vorausgesetzt. Das heißt, der Betrag, die Norm von Z ist auch ungleich 0, also das hier ist dieses, die Norm dürfte ja nur dann gleich 0 sein, wenn Z gleich 0 wäre, also die Skalarprodukt hier ist 0. Ist nicht 0, das heißt, wir können dadurch teilen und dann haben wir also hier f von x ist gleich f von z, Skalarprodukt x, z durch z, z. Ja, gut. Und
Ja, dann haben wir also hier einen Vorfaktor, den können wir konjugieren und hier reinziehen. Weil es der zweite Faktor, weil es der zweite Slot ist, müssen wir konjugieren. Und ja, dann haben wir diese Darstellung hier. Und das ist der Darstellungssatz. Jetzt müssen wir eigentlich noch die Eindeutigkeit zeigen. Übungsaufgabe. Eindeutigkeit von Z0 zeigen. Und ja, das ist also der erste Akt zu diesem Thema. Wie gesagt, wenn ihr darüber mehr sehen wollt, nächste Folge wäre Darstellungssatz für Sesquilinearformen. Dann könnt ihr jetzt Sesquilinearformen in die Kommentare schreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.